Eben, wir haben aktuell eine inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, die Zinsen am kurzen Ende sind ungefähr auf Höhe von beispielsweise 3- oder 4-jährigen Laufzeiten. Also stellt sich ja die Frage, warum soll ich denn in eine 3-jährige Laufzeit gehen, wenn ich im Geldmarkt auch einen Zins von 3,5 oder 4% vereinnahme, wenn ich mich in Unternehmensanleihen engagiere? Ich trage ja dann mehr Zinsänderungsrisiko. Aber das ist natürlich der Punkt, dass diese kurze Restlaufzeit im Geldmarkt, die ist natürlich vorteilhaft, wenn Zinsen steigen, aber die ist natürlich nachteilig, wenn Zinsen auch wieder fallen, weil wenn wir heute, von heute an gesehen, vielleicht in 6 Monaten ein Zinsniveau hätten, was 1% niedriger ist, dann würde sich ja Ihr Geldmarktfonds, der 3 Monate Restlaufzeit im Schnitt bei seinen Papieren hält, der würde sich ja sehr schnell dem niedrigeren Zinsniveau anpassen. Wohingegen Sie mit einer Anleihestruktur, die eine Restlaufzeit von 3 Jahren hat, hätten Sie ja quasi das Zinsniveau von 4% eben beispielsweise eben für diese 3 Jahre eingefroren. Von daher glauben wir, es macht jetzt durchaus Sinn, die Elemente des Vermögens, wo man sagt, das ist eigentlich Rücklagenstrategie, also kurze Laufzeit, meistens dann 6 bis 12 Monate, also das, was man erweitert als Geldmarkt bezeichnen würde, wo man sich eben die Frage stellen muss, ist das wirklich alles geldmarktnah, weil ich es zeitnah verwende? Oder sind hier Bestände drin, die sollen zwar zinsorientiert angelegt sein, aber eben, ich will da keine Aktienmarktkomponente mit drin haben, also keine gemischte Anlagestrategie, sondern rein Zins. Und dann würde man sich momentan überlegen müssen, welche Restlaufzeit, respektive welche Duration macht denn jetzt Sinn? Und wir haben da beispielsweise Kunden, die haben sich dann dafür entschieden, jetzt mal ein Drittel aus der Rücklage in eine Laufzeit von zum Beispiel 3,5 Jahren zu investieren, um einfach diese 4%, die jetzt eben aktuell heute noch draufstehen, für die nächsten 3,5 Jahre zu sichern. Gibt andere Anleger, die sagen, ich überlege das sogar für die komplette Rücklage, also auf gut Deutsch gesagt, alles, was nicht Tagesgeldkonto ist, weil ich es vielleicht in 12 Monaten brauche, da möchte ich mir doch eher mal 3 Jahre Zinsen sichern, weil ich möchte nicht das Risiko haben, heute eine Anlage zu haben, die beispielsweise ein Jahr lang läuft und in einem Jahr habe ich dann das Problem, dass die Zinsen auf einmal wieder 1,5% niedriger sind. Also es ist immer eine Abwägungssache, muss man individuell diskutieren, aber Stichwort auch nochmal hier an Sie in der Runde, Verlängerung der Laufzeit von Geldmarkt- und Rücklagenstrategien ist auch trotz einer inversen Zinsstrukturkurve zu diskutieren, zumindest mal vielleicht eine 3- bis 3,5-jährige Laufzeit kann da sinnvoll sein.